Und down. Oh shit. Okay. Jetzt bin ich sauer. Jetzt voll in die Fresse. Und von mir auch nochmal voll in die Fresse. Bam! Wir uns erwischen, aber jetzt. Final Hit. Bam! Bitch! Ja, es sind voll die Wissenschaftler. Das sieht doch jeder. So. Ah ja, müssen wir erstmal hier. Benutzte Spritze. Das war mit der benutzten Spritze. Ah ja. Jetzt machen wir einfach den ganzen Schuppen kaputt. Der ist zwar schon am Arsch, aber. Naja. Kriegt immer noch mehr. Kaputt. Kennys blutige Keule. Tüte mit Crystal Meth. Das ist die Spezialdiefung. Geil. Ich glaube, den sollten die Kennys Eltern sollten mal darauf hinweisen, dass die Crystal Meth anbieten. Vielleicht wissen sie es ja schon. Oh hey, you're the new kid. My sister, the princess, texted me about you. She thinks you're cute. Oh, süß. Sorry to hear about the ranters. Usually they're real fun and energetic. Ach, haben sie wahrscheinlich nicht ihre Drogen genommen. Da waren sie wahrscheinlich ein bisschen miesepetrig drauf. Ah ja, kenn ich so. Mysterion. Warte mal, heißt das? Oh Gott. Kenny ist Mysterion. Ach du Scheiße, wer hätte das denn gewusst? So, machen wir dem armen Kind, den armen verwöhnten Kind alles kaputt hier und klauen ihm alles. Gehen wir weiter, weil hier gibt es auch noch ein paar Sachen zu entdecken. Erstmal Penner. Der Penner muss weg. Oh, der heilt viel aus. Zeit für Ballas Hammer of Ballas. Bei die Hammer of Ballas. That was the most perfect throw I've ever seen. Hey, I'm lucky. Guter Ballas. Mäuschen. Er hält nicht mehr viel aus. Das müsste jetzt sein Final. Ja, der Final Cut Hit sein. Okay, hier gibt's nichts, aber hier gibt's noch was. So, jetzt schon haben wir ein Obdachlosencamp umgesiedelt. So, wir haben ja eine neue Waffe. Können wir auch mal gucken, ob die gut ist. Oh, zwei neue Freunde. So. Die ist sogar schlechter, weil. Ist ja von Kenny, es ist ja klar. Er hätte ja darauf schließen können. So, und jetzt gehen wir mal auf Jagd. Und schön. Und zwar um die Töle kümmern. Na. Immun gegen Magie und gegen Angewidert, aber schwach gegen Schocks habe ich leider nicht. Dann ziehe ich den mal ab.
was the most perfect throw I've ever seen. So. Und nochmal habe ich ihn. Er ist ja schon ein ganz schöner Marsch. Glaube ich einfach mal einen Machttrank. Warum auch immer ein Hund einen Machttrank haben soll. Ist ja auch ein Schrottplatzhund, das ist ja klar, ne? Und komm, final hit. Voll seine Bitch, ey. Jetzt hat er noch nicht mal. Oh, der ist doch bald, jetzt kommen wir nicht durch. Beute dabei gehabt. Oh. Jesus wird uns wegen des Hundes ausfragen. Leute, dein Herz ist der erste Ort, in dem jeder schauen wird. Ich werde mich dort nicht verstecken. Vertraut mir, okay? Okay. You're kind of creeping me out, dude. You should try some coffee. It gives you that edge you need to stay focused at school. You did it! You got the pickup! Oh, thanks, man! Dad, I finished my work, can I go play? Where's today's delivery? Right here! Hmm, yep, that's good shit. All right, Tweak, you can play for a little bit. But be home before dark or you'll be grounded. Grounded, like the fresh grinds of our all-organic Tweak blend, made with ingredients from local tweakers. Thanks, kid. I gotta go get changed, and then I'll meet you at the kingdom. Yeah. Wir haben einen neuen Freund. Und jetzt haben wir den Schlüssel zu dieser Kiste. Eine, zu der wir vorher nicht kamen. Oh ja, Kloster. Yo. Jetzt haben wir einen neuen Shit. Well, soldiers reporting for duty, Grand Wizard. Nice work, douchebag. Now all my men are here and ready to fight for the... Wait a minute. Where's Feldspar? Where's my level 12 thief? Where's Craig? He's in detention. What? He flipped off the principal, so he's in detention again. Oh my god. If they've locked away our thief in detention, we have no hope of getting back the stick of truth. Nice. Have to break him out. Ah, no way, man. Last time we broke Craig out of detention, we all got in trouble. Getting into trouble is a risk that douchebag is willing to take. You have to break out our thief, douchebag. But don't worry, I will not let you go unprepared. I'm going to teach you how to use magic. Meet me at the training barracks. It's time for you to learn. Dragon Shout. Oh, Princess Kenny. So weise. Und so schön. You fight well, douchebag. But to truly succeed in combat, you must learn to harness the power of your farts. Farting on an opponent at precisely the right time is key to battle. I shall show you how it's done, but first, you must take the gentleman's oath. You must promise to never, ever fart on anyone's balls, okay? Farting on an opponent is necessary, but farting on someone's balls is not cool. Not cool. Do you understand? I understand. All right, then let's begin your training. To conjure dragon shouts, you must first clear your mind and take in a deep breath through your butthole. Like so. Then, let it rumble inside you, and dragon shout. I'll show you one more time. Suck it in. Let it rumble. Dragon shout! Now you. Ready? Dragon shout! Find the frequency. Hold. Hold. Ba-bam. My god, that was incredible. A man could live 100 years and never again witness a spell so boisterous. Could it be that the prophecies are true? Could it be that the dragonborn has come at last in our hour of need? Now let us try your skill on a real opponent. Hey, Princess Candy. Could you come here a sec? Shh, don't tell him. Okay. Just real quick, Princess Candy. Sir Douchebag wants to show you something. All right, you two. Spar! Oh, man. Sir Douchebag, show Princess Candy the magical powers I have taught you. That was fucking hilarious!
That was fucking awesome! Oh, okay, good job, Sir Douchebag. That was sweet. Thanks, Princess Kenny. That's all for now. Okay, but, dude, seriously, remember, don't ever do that on someone's balls, okay? Seriously. You have mastered dragon shafts. From now on, it will be easier for you. Jetzt mal wieder lustig. Kenny will assist you on your quest, Douchebag. Now go get Craig while I rest and relax upon my throne. Ah ja, schön. Oh ja, jetzt kenne ich unseren Begleiter. Guess I'm minding the shop now. You need any weapons or armor? You name it, we'll sell it. Got something you want to sell? Craig, this is detention, okay? Stop looking at your watch because you're here for 3 hours, buddy, okay? Okay. Now don't think your friends are gonna come bust you out this time, Craig. My name is Feldspar, and I'm a level 6 thief, and the humans will soon rescue me from this tower. No, your name is fucking Craig Tucker, and you're in detention. Now start doing your homework, okay? I've got all the doors sealed, and I've got hallway monitors working overtime. Nobody's gonna save your ass today, Craig, okay? Okay. Oh. Excuse me, but school is out, and no students allowed on the premises until tomorrow at 7:30 a.m. Ja, und? You are in reach of school on, must be punished! Ja, und? Denkst du, das interessiert mich für dich? Okay, ich habe noch keine vielen Malertränke, da muss ich noch ein bisschen warten. Und wie viel hat der denn? Ach, der hat ja gar nichts. So, ein kleiner Vorzahn, wir von einem sehr erledigt. Oh! Der hat sogar noch ein bisschen 5 HP noch, okay. Okay, Kenny, mein fertig. Mit der Liebe! Officer down, send backup. I repeat, officer down, all hallway monitors to the right hallway. Oh, God damn it. Here they come. They're gonna get you, Craig. You're not getting out of detention. I'll be out of here in 10 minutes. Okay. 10 Minuten, unser Limit. Was immer du sagst. Stan Marsh, stop pulling. Premiere. What happened to my school, Eric Cartman? Was haben wir hier? Oh, Chefkoch. Okay, da komme ich durch. Oh. Alles mitnehmen. So. Wir haben eine Nachricht von Cartman bekommen. Ich hab schon vergessen zu werden, dass die Schule Rotschöpfer als Gangsicht einsetzt. Wenn du gebissen wirst, bist du schon tot. Also komm nicht hier zurück und infizier den Rest von uns. Okay, wir dürfen uns nicht beißen lassen. Ich habe verstanden. Oh, Weiser. Großmeister. Kommen wir nicht rein. Intruder Alert! Initiate Security Protocol! You'll never escape. Und natürlich muss er dann erstmal lachen. Ah, wir hätten das hier machen können. You're not gonna get through this door, okay? Okay. You might as well give up, because I've hidden the key somewhere and you'll never find it in my office. Oh, damn it. Okay. Der Mackie. Okay. Da sind Stühle. Zeit für ein Abdunkungsmanöver. Oh. Und erledigt. Kurz ein bisschen Wasser trinken. Search him! No! Get away from me, you freak! Gott, wir müssen bereit. The protector of the brass key will never surrender! So, wir müssen ihn retten.
So. So. Titten. Oh, wow. Boobies. Must have. Must touch. Boobies. Oh, Mann. Rotschöpfe. Sie sind so vorhersehbar. You can take the brass key from my cold, dead hand. So, tote Hände ist gebongt. Where's your hall pass? In deiner Fresse. Ich geb dir gleich Hall Pass. So. Okay, da ist Rüstung. Das heißt, ich greife am besten mehrmals an. Und zwar nehme ich mir den Tempotrank. Oder beziehungsweise. Was kann ich mir denn noch alles so geben? Oh Mana zum Teil. Dann tanke ich schon mal ein bisschen Mana. Zieh den direkt ab. Darf direkt wieder Mana Tank. So, Kenny. Perfekt, jetzt hat er keine Rüstung mehr. Okay. Bam, Junge. Und finish him. Perfekt. Oh yeah, gewonnen. Aha. More officers down. We're taking heavy casualties out here. Damn it, you hallway monitors need to stop playing around. He's got the brass key. He's some kind of dragonborn. Now look, this is detention time. Not time to play Dungeons and Dragons. And besides, he's never gonna get inside here because to open the door you need the gold key, and the only way to get the gold key is by getting the silver key. Okay, which even if he has the brass key, he still hasn't made it past the boss level. Okay. Aber Hauptsache, das ist kein Dungeons and Dragons Spiel und der Schräge von Bossen und so. Oh ja, Völkerball. Den nehmen wir gleich, weil das ist eine starke Waffe. So, jetzt haben wir den Messungsschlüssel. He's here, guard the key. Oh mein Gott, da ist einer verletzt. Wir müssen ihn retten. Forget the key, protect the front lines. Und bam! Drei mit zwei Streifen. Zwei Schlägen. So, bam. Jetzt ist nur noch einer in Arbeit, weil den kriegen wir auch so. Where's your hall pass? Nein, 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 nein. Papers, please. Nein. Moment, den habe ich jetzt so. School is closed. Jawohl. So, und für den brauchen wir jetzt, der ist ja verletzt, deshalb brauchen wir einen neuen Begleiter. Und zwar den guten alten Badass. Weil der ist ein Heiler. Your word is the command, my lord. Yes, sir. Here's your buddy. Thanks. I thought I was a goner. There were too many of them. They were too strong. Their hair too red. Maybe you could take the silver key and find the gold key. You can succeed where I have failed. Free Mackie's prisoners. Wird Duschbag Mackies Gefangene befreien? Wird er seinen ersten Boss besiegen? Und wird Prinzessin Kitty ihm seine Vorzeitattacke ins Gesicht vergeben? Das und vieles mehr seht ihr vielleicht in der nächsten Folge von South Park The Stick of Truth. Falls euch diese Folge gefallen hat, schreibt es doch bitte in die Kommentare oder liked das Video. Lasst es bleiben, falls nicht, oder schreibt vernünftige Kritik. Lange Rede, kurzer Sinn, wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video. Macht's gut!